Ich weiß, viele sehnen sich danach nach Sonne und Wärme. Der April hat uns da ja nicht wirklich verwöhnt. Die große Hoffnung ist der Wonnemonat Mai. Und wir schauen uns jetzt mal an, auf wie viele Sommertage man sich freuen kann. Aber bevor es sommerlich werden kann, müssen wir erst einmal die Eisheiligen überstehen. Die finden meist so um den 11. bis 15. statt. Da kann es häufig noch mal zu einem Kälterückfall kommen, inklusive Nachtfrost. Und das beweist uns auch die Frostwahrscheinlichkeit. Ab dem 1. Mai ist die noch in vielen Regionen recht hoch, meist so 30 bis 60%, in den Alpen sogar noch deutlich höher. Ab dem 15. Mai ist Frost aber schon in vielen Regionen eher ausgeschlossen. Aber was ist überhaupt normal im Mai? Welche Höchstwerte würden wir nach dem Klimamittel erwarten? Anfang Mai so 16 bis 19 Grad, Mitte Mai schon bis zu 20, Ende Mai dann deutlich darüber. Wohlgemerkt, das ist das alte Klimamittel. Aus den letzten Jahren sind wir da deutlich mehr gewohnt. Da hatten wir häufig schon Sommertage über 25 oder sogar schon Hitzetage mit 30 Grad. Schauen wir in die Langfristmodelle, was die uns aktuell so sagen. Hier die aktuelle Berechnung des NOAA-Modells. Die Temperaturabweichung für den Mai ein nur leichtes Plus. Vor einigen Tagen sah das noch etwas wärmer aus. Beim Niederschlag gibt es aber hinsichtlich von trockenem und freundlichem Wetter gute Nachrichten. Die alte Berechnung sah es sogar leicht zu nass. Jetzt sieht es auf jeden Fall trockener über Mitteleuropa und auch Deutschland aus. Schauen wir mal in den 16-Tage-Trend von Freiburg zum Beispiel. Da haben wir jetzt gerade so den Monatswechsel drin. Wir sehen ein ständiges Auf und Ab, auch große Unsicherheiten. Aber wir sehen Anfang Mai tendenziell geht es aufwärts. Und bei 10 Grad in 1500 Metern ist ein Sommertag durchaus möglich. Wir sehen aber auch immer wieder Niederschlagsignale. Also astreines Wetter erst einmal nicht, aber kurzzeitig, wie zum Beispiel hier am 2. Mai, könnte sich folgende Wetterlage einstellen. Ein Hoch östlich von uns, tiefer Luftdruck westlich von uns. Dann würde die warme Luft direkt aus dem Süden, aus der Sahara angezapft. Dann wäre ein Sommertag besonders im Südwesten definitiv drin. Schauen wir zu den Eisheiligen. Die starten ja am 11. Mai. Da wird uns häufig folgende Wetterlage vorgeschlagen. Das wäre ein Volltreffer, ein Hoch über Skandinavien, eher die kühle Luft aus Nordosten, obwohl die vom Festland jetzt auch im Mai nicht mehr allzu kalt ist. Und wir sehen die Tiefdruckgebiete nicht wirklich weit entfernt. Also da könnte es durchaus wechselhaft zugehen. Nach den Eisheiligen könnte sich häufiger der hohe Luftdruck bemerkbar machen. Dann ist es aber eben interessant, wo das Hoch liegt, ob wir eher kühle oder die wirklich warme Luft aus Spanien bekommen würden. Also es ist durchaus Potenzial für warme Sommertage, aber vermutlich nicht den kompletten Mai.